Die Bock GmbH ist ein Familienbetrieb mit Hauptsitz in Gnas mit 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 8 bis 10 Lehrlingen. Wir sind ein Komplettanbieter am Bau, vom Fundament über den Rohbau bis zum Dachstuhl und Dach. Für uns sind Regionalität und die fachliche Ausbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr wichtig, um unsere bewährte Qualität am Bau sicherzustellen. Lehrlinge bleiben langfristig in unserem Unternehmen und haben auch die Möglichkeit, im Haus Karriere zu machen. Sie sind unser wichtigstes Gut. So, das war ein kurzer Einblick. Bei euch habt ihr 100 Mitarbeiter, also ein sehr großer Betrieb. Ihr seid ein Baukomplettanbieter, das heißt, ihr bietet auch ein sehr umfassendes Lehrstellenangebot. Wir haben dort dabei Zimmerer, Zimmerin, Dachdecker und Spengler in der Kombination und Maurer und Maurerin. Fangen wir an mit Zimmerer. Ja. Was macht der Dachstühle? Der Zimmerer macht Dachstühle, also als Dachstuhlbauer ist er bekannt. Mhm. Der Zimmerer ist aber mittlerweile schon ein Allroundler geworden, weil er auch Carports, Terrassen, Zubauten aus Holz macht und auch sehr gut ausgebildet ist, das zu machen. Mhm. Die Lehrzeit eines Zimmerers oder eines Mädels? Die Lehrzeit eines Zimmerers oder Zimmerin ist 3 Jahre, hat aber die Möglichkeit, das 4. Jahr als Techniker dann weiterzumachen. Mhm. Das heißt, er bekommt nach der praktischen Ausbildung auch noch die Ausbildung, das technische Wissen, um CAD-Anlagen betreuen zu können, um gewisse Dinge auch am Computer zu perfektionieren. Mhm. Das war also ein gutes Stichwort. Zimmerin, ist das die weibliche Form, wenn ein Mädel das wird? Das ist die weibliche Form. In dem Bereich haben wir noch keine Dame gehabt, die sich entschieden hätte, einen Zimmerberuf zu lernen. Laden wir aber herzlich ein. Also wir werden vielleicht später noch darauf zu sprechen kommen. Wir haben eine Dame, die den Dachdecker Spengler gelernt hat. Ganz eine tolle Geschichte. Und wie gesagt, wir stehen alle Tore offen, auch in dem Bereich Zimmerei, Holzbau oder eben auch im Bau, Damen einzuladen, vorbeizuschauen. Mhm. Haben wir die Lehrzeit geklärt? Die Lehrzeit haben wir gehabt mit 3 und 4 Jahren. Ja. Und der Dachdecker, die Dachdeckerin und Spengler, Spenglerin? Die haben 4 Jahre Lehrzeit, was ein Doppelberuf ist. Also 2 vollwertige Lehrberufe. Und natürlich gibt es die Möglichkeit, auch den Dachdecker, Spengler getrennt zu machen. Aber wir bieten natürlich schon im Zuge eines Doppelberufes das an, das wirklich mitzumachen, weil heute am Dach, die sind auch Allroundler. Und sonst brauchst du einen, der muss das Dach decken, da brauchst du einen, der muss spengeln. Und unsere Lehrlinge sind da sehr gut ausgebildet und können eigentlich sehr, sehr gut beides. Und das eigentlich mit einem Jahr mehr. Mhm. Was macht der Dachdecker-Spengler? Er macht Dachrinnen? Genau, also er deckt Steildächer ein. Mittlerweile auch ein großes Thema ist das Flachdach, wo man Folien schweißt. Da werden die Folie dann geschweißt, das werden die Hochzüge gemacht und im Steildach eben Dach zu decken und dann auch die ganzen Bleche, die ganzen Anschlüsse machen. Ja. Mhm. Dann haben wir noch Maurer oder Maurerin oder was die weibliche ist? Ja, es ist jetzt noch Maurerin. Das wird dann aber noch der Hochbauer dann in Zukunft, denn die Bezeichnung hat man geändert. Mhm. Das heißt, der Maurer oder die Maurerin ist eben beim Hausbauen vom Fundament bis das Dach kommt, also bis zur Decke. Habt ihr da auch schon Mädels gehabt? Da haben wir noch keine Mädels gehabt, aber wir haben immer wieder Mädels da, die theoretische Ausbildung machen von Schulen, die studieren. Okay. Die kommen dann im Sommer für 1-2 Monate zu uns. Und wollen sich die Praxis dann ein bisschen anschauen. Das machen wir schon. Sind sehr schwere Berufe. Wie geht man damit um? Wird man es gewohnt? Ist es kein Thema, weil man es einfach gern macht? Oder wie entgegnet man dem? Es ist an und für sich sind's keine leichten Berufe, aber durch die maschinelle Unterstützung, die man heutzutage schon hat, das heißt, wir haben Kräne, wir haben die ganzen Mischmöglichkeiten, übrigens ein eigenes Mischwerk im Haus mit Betonmischwegen, wo auch die Lehrlinge dann dürfen Sie dann am Hof ein bisschen mit dem LKW herumfahren, ein bisschen schauen, wie das geht. Diese maschinelle Unterstützung ist schon viel besser geworden, ja. Mhm. Wie schaut es aus mit dem Winter? Im Winter ist es so, dass wir die Lehrlinge diese Zeit nutzen, um einfach auszubilden. Das haben wir im eigenen Lehrwerkstatt, wo dann die 3 Bereiche ausgebildet werden. Die können dann mauern, die können dann so Leerdachstühle decken, die können schweißen. Also da sind wir sehr gut aufgestellt. Und was wir noch bei uns vielleicht noch ein kleiner Vorteil ist, dass jeder der Lehrlinge in den anderen Bereich ein bisschen reinschnuppern darf. Mhm. Das heißt, der Maurer darf dann im Dach ein bisschen mitmachen und der Zimmerer am Bau und so können wir das ein bisschen durchmischen. Und jeder der jungen Leute, Damen und Herren, kriegt einen Einblick in unsere Branche.
Also ihr bildet quasi das aus, was alle suchen, diese Allrounder, die sich überall ein bisschen auskennen und sich überall zu helfen wissen. Versuchen wir zu machen, ja. Wie schaut es mit Lehre, mit Matura aus? Ist das ein Thema im Baubereich oder? Ist auch ein Thema, ja. Wir haben schon einen jungen Mann gehabt, im Dachdeckerbereich, der das gemacht hat. Und wir bieten das auch wirklich an, dass man sagt, wenn das jemand machen will. Wir haben jetzt einige Schnupperlehrlinge da gehabt, die haben das auch, das interessiert ihn auch. Und das bieten wir natürlich an. Wir unterstützen in der Zeiterfassung, das heißt Montag bis Donnerstag zum Beispiel, wenn der Block so ist, wird gearbeitet. Dann schauen wir, dass es von der Stunden her passt. Und wir machen auch Lehrunterstützung, das heißt, wenn es irgendwo was gibt, helfen wir da auch ein bisschen mit. Die Berufsschule, wo ist die? Die Berufsschule sind in Moreck und in Graz, sind die Berufsschulen. Okay, also auch in der Nähe, in der Region. Wie schaut es aktuell mit Schnuppern aus? Schnuppern sehr gerne. Also wir laden alle jungen Damen und Herren ein, bei uns vorbeizuschauen, einfach sich so anzuschauen. Das ist recht wertfrei. Da wird ein Anruf oder Bestätigung der Schule, dass sie das machen dürfen. Und wir, also jederzeit, also ob Montag wäre es schon wieder möglich, da sind wir sehr flexibel. Welche Fähigkeiten, Interessensgebiete soll man mitbringen, wenn man am Bau arbeiten möchte? Also was ganz wichtig am Bau ist, ist immer, die Höhenangst sollte man keine haben. Also man sollte sich weder als Maurer, Hochbauer oder als Zimmerer, Dachdecker Angst vor der Höhe haben. Man sollte teamfähig sein und man sollte es einfach genießen und leben, in der freien Natur zu arbeiten. Wie schaut es aus bei Bewerbungen, wenn ich mich bewerben möchte bei euch? Wer ist da meine Ansprechperson? Wie läuft der Bewerbungsprozess oder das Gespräch ab? Also die Ansprechperson bin in den Fällen ich. Also der braucht sich bei mir entweder telefonisch oder per E-Mail oder über die Homepage melden. Wir vereinbaren uns einen Termin zum Erstgespräch. Dort reden wir einfach ganz frei über die Möglichkeiten, über die Dinge. Und was für uns dann wichtig ist, dass wir auf jeden Fall ein Schnuppern, also für uns ist das Schnuppern, diese ein oder zwei Wochen, fast das Wichtigste, um zu sehen, wie der Herr oder die Dame sich eigentlich bewegen, wie es ihnen gefällt. Und auch für die Herrschaften ist es ganz wichtig zu sehen, ist das Richtige. Also wirklich ein oder zwei Wochen schnuppern. Ja, wollen wir schon, ja. Schnuppert man da speziell für einen Beruf oder lässt du sie gesamt durch den Betrieb schnuppern? Wie das gewünscht wird. Also wir haben gehabt, dass jemand gekommen hat und sagt, er möchte überall reinschnuppern. Dann machen wir halt drei Tage dort und drei Tage dort. Das ist kein Problem. Und unterwegs ist man bei euch, wenn man jetzt ein Dachdecker oder Dachdeckerin ist, in der ganzen Südoststeiermark? Oder in der Südoststeiermark bis in den Norden von Graz, bis Hartberg, Fürstenfeld und Leibnitz. Das sind unsere Gebiete. Okay. Was wäre jetzt noch Ihr Tipp für jugendliche Schülerinnen und Schüler, die auf Lehrstellensuche sind? Also mein Tipp wäre einfach, sich zu überlegen, was macht mir Spaß, was gefällt mir und einfach dann die Firmen zu kontaktieren. Und wenn jemand noch in der Überlegung sein sollte, mache ich zuerst die Schule, gehe ich dann in den Beruf, mache ich zuerst die Matura. Also von meiner Seite kann ich nur den Tipp geben, ich habe den Weg gewählt, zuerst die Matura zu machen, kann ich nur empfehlen, zuerst den Beruf zu machen, weil heute das praktische Wissen einfach sehr, sehr wichtig ist. Und danach würde ich dann sagen, stehen alle Möglichkeiten offen für Weiterbildung. Und Besonderheiten, was ist die Besonderheit von Bockbau? Warum soll man sich bei euch bewerben? Ja, wir sind ein Komplettanbieter. Das heißt, wir können wirklich drei tolle Lehrberufe anbieten. Zusätzlich haben wir dann auch alle drei Jahre einen Lehrling im Baumarkt. Das heißt, das können wir auch noch alternativ machen. Aber einfach zu schauen und überall ein bisschen reinzuschnuppern, dass ich jeden Bereich kennenlerne und wirklich ein Allroundler werde. Okay, super. Dann sage ich herzlichen Dank. Ich sage danke.